bin gerade dabei, all meine Briefe zu digitalisieren. Ich mache hier einen auf papierloses Büro. Ich habe ja erst vor ein paar Monaten ein Video darüber gemacht, wie ich das bisher organisiert habe. Hier in so Papierschubern, wo da die Klarsichtfolien und Ordner und sowas drin sind. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen und ich habe es eigentlich nur beibehalten, weil mir kein guter Weg begegnet ist, meine Briefe zu digitalisieren. Ich wollte irgendwie keinen Scanner haben, ich habe mir immer bewusst einen Drucker ohne Scanner gekauft. Und die Scanner, die mir gefallen, die waren unbezahlbar. Und dann habe ich das versucht mit Apps zu machen, das hat mir auch nicht gefallen. Das einzige App, was ich auf mein Handy gelassen habe, so ein Free- und Open-Source-App, das hat leider nicht funktioniert. Und die anderen, die sind mir zu datenschutzmäßig prekär, die will ich da nicht auf mein Handy lassen. Also die, da müsste ich dann so einen Adblocker rüberlaufen lassen und dann müsste ich da mich daran erinnern, wie dieses Programm hieß, mit dem ich da Apps Berechtigung weggenommen habe, dass die nicht ins Internet, dass die nicht nach Hause telefonieren können, weil bedenke, App-Entwickler, das sind keine Menschen, die wollen immer nur die Menschen ausbeuten, digital, alle möglichen Daten klauen und sowas. Deswegen, ich habe endlich eine schöne Lösung gefunden, die mir komplett gefällt. Ich habe ein kleines Ding bei eBay gefunden, es hat 32 Euro gekostet und ich habe es gekauft und hier ist es, es ist ein kleiner Handscanner. Ich wusste gar nicht, dass sowas existiert. Ich hätte immer gedacht, sowas muss es geben, aber es ist mir nie begegnet, bis ich so ein bisschen danach gesucht habe. Das ist total geil. Das ist ein kleines Ding. Das hat eine Micro-SD-Karte drin. Die habe ich selber reingemacht. Das war eine 4 GB, die ich noch hatte, eine alte. Das hat keinen Akku. Das hat hier Batterien. Und ich glaube, dass Batterien dafür genau das Richtige ist. Obwohl ich sonst Batterien nicht mag, weil die sind immer einsatzbereit. Den kann ich gerne mal ein halbes Jahr im Regal liegen lassen und dann will ich ihn plötzlich benutzen und dann brauche ich mich nicht um irgendeinen Akku sorgen oder so. Also freue mich, dass das Batterien sind und kein Akku. Brauche ich den Akku nicht zu managen. Na jedenfalls, ich finde es total cool. Das ermöglicht mir so viel, dieses Ding. Ich will den einfach im Regal parken und wenn da ein Brief kommt, dann reiße ich den Brief aus, breite den aus, nehme den, drücke auf einen Knopf, dass er anschaltet. Drück nochmal den Knopf, zieh das da drüber, als wäre das ein Schlittschuh auf einer Eislaufbahn. Drück nochmal den Knopf und dann ist es fertig. Dann ist der hier auf dem kleinen LCD, würde dann eine kleine 1 stehen und da wäre das Dokument dann drin und das wäre dann ein Bild, ein JPG. Ich könnte es auch direkt in PDFs speichern lassen, will ich aber nicht. Ich mache meine eigenen PDFs draus, wenn ich sie brauche. Mann, das ist cool, das Ding. Es hat 3 Qualitätsstufen, Low, Mittel und Hoch. Und ich stelle alles auf Low, das sind 300 dpi, aber ich habe gemerkt, das reicht für meine Dokumente. Wenn die rauskommen, haben die so, also ein DIN A4 Dokument, das hat so eine Größe von 600 Kilobyte. Und wenn ich die höhere Stufe mache, dann ist es 1 oder ich glaube sogar 1,5 bis 2 Megabyte. Also 1 Megabyte bei der mittleren Stufe, 1,5 bis 2 bei der höheren Stufe. Das ist genau, was ich will, dieses Ding. Kein blödes Gerät, für das ich einen Computer brauche. Keine App, für das ich meine Seele verkaufe. Das ist einfach ein Ding, das ist immer bereit. Und es will nichts von mir. Es will einfach nur funktionieren, so wie ein Objekt sein sollte. Ah, wie schön. Ich wollte mal einmal richtig den Fall vormachen, den ich jetzt hier schon ein paar Mal auf dem Boden hier liegen habe. Liegen jetzt schon leere Ordner und Dokumente, die ich schreddern werde. Ich wollte es einfach einmal zeigen, wie ich das gerade mache. Und wie ich auch einfach fortan das verhindere, dass ich jetzt hier so ein blödes Regal habe, wo Dokumente liegen, weil ich möchte immer alles gleich einscannen, dass ich es wegschmeißen kann. Also, was mache ich? Ich nehme mir auf meinen, ist es überhaupt auf dem Video? Ja, so ein bisschen. Ich nehme mir einen Ordner raus, den weiß ich schon, den will ich digitalisieren. Das war mein alter Internetanbieter. Jetzt habe ich mir hier dafür einen kleinen Tisch hingelegt, habe geguckt, ob das irgendwie mit einem schwarzen Bettbezug oder so, ob das besser wird, aber ich habe gemerkt, es macht keinen Unterschied. So, jetzt mache ich meinen Ordner auf, mache hier diese beiden Klappen hoch, hole das kleine Plastik raus und was ich da erstmal rausholen, der kann jetzt zu den leeren Ordnern auf dem Boden. Ach, freue ich mich, wenn ich den Unsinn los bin, Briefe behalten. Jetzt nehme ich meinen Handscanner hier, drücke da einmal auf den kleinen Scan-Knopf. Da ist er schon angegangen. Das sehe ich nämlich hier
an dem kleinen LED-Bildschirm. Der zeigt mir jetzt eine 0 an. Dann schnapp ich mir eins von denen, setz den oben an, sodass er so leicht über das Weiße vom Papier guckt. Drück den Knopf, da leuchtet jetzt eine grüne Lampe und ich... Hey, die Lampe ist wieder ausgegangen. War ich nicht schnell genug? Nochmal. Drück den Knopf, Lampe leuchtet und ich ziehe. Fertig, das Ding ist gescannt. Das lege ich jetzt hier zu den fertigen. Schreibe mir den nächsten. Was ich eben gar nicht gesagt habe, ich lege das so an, dass das hier zwischen zwei so kleinen Grenzen sind, weil der hat so, das ist ja, dass das DIN A4 ist zwischen dem und zwischen dem hier. Also, hinlegen, Knopf drücken, runterziehen. Wenn ich es zu schnell machen würde, fertig, würde der mir so eine rote kleine Warn-LED anzeigen. Aber ich bin mittlerweile, nachdem ich das jetzt 50 Mal gemacht habe oder so, bin ich ganz gut mit dem Tempo. Achso, jetzt wollte ich noch gucken, ob der doppelseitig ist. Wahrer! Na gut, mache ich die andere Seite auch noch. Also, ansetzen, klick, ziehen. Oh, jetzt war die rote Lampe, weil ich zu schnell war. Ist aber egal, das sieht dann nur ein bisschen verzerrt aus. Und auf dem einen Dokument, was ich da gescannt habe, war eh nichts auf der unteren Hälfte. Deswegen, wenn es einem nicht so wichtig ist, so wie mir, reicht es sogar, wenn es verzerrt. Machen wir nochmal. Nehm ein Dokument, ansetzen, klick, ziehen. Okay, das habe ich vermasselt. Ist aber kein Problem, ich mache es einfach nochmal. Ich kann es dann einfach im Ordner, wenn ich es dann sehe, dann lösche ich es einfach. Nochmal. Klicken. Ziehen. Klicken. Fertig. Und ich mache mal jetzt das Beispiel vor, wenn ich nur einen Brief bekommen würde. Also, angenommen, ich habe hier so einen Brief. Was ist jetzt irgendeine... Na gut, egal. Ich habe hier einen so einen Brief. Krasch, reiß den auf. Ah, unwichtiger Brief. Dann... lege ich den auf irgendeinen freien Tisch, schnapp mir meinen Handscanner aus dem Regal, halte gedrückt, dann schaltet er an, setz den hier an, klick, ziehen, klick, fertig. Da kann er auch gerne draufbleiben. Ich könnte ihn jetzt einfach anschließen mit meinem USB-Kabel. Das ist leider Mini-USB und nicht ein Micro-USB. Ist aber für mich kein Problem, weil ich hatte so einen Adapter rumliegen. So einen, den ich einfach auf so ein Micro-USB aufstecken konnte. Hier, der hat Micro-USB. Und jetzt ist er der etwas dickere Mini-USB. Und jetzt kann ich den einfach anschließen und er wird erkannt wie ein USB-Stick. Keine Treiber, keine Software oder sowas. Es ist jetzt einfach neben meinen Festplatten im Arbeitsplatz unter Windows. Mann, das ist ein Ding. Wenn ich das gewusst hätte, dass es sowas Schönes gibt für 32 Euro, hätte ich viel früher gekauft. Hätte ich den ganzen Sortierquatsch hier überhaupt nicht mitgemacht. Da wird sich jetzt einiges ändern in meinem Regal, wenn ich hier das papierlose Büro mache, Mann. Das wird ein Spaß. Ach, wie schön. Ich freue mich über Dokumente. Ich freue mich, dass ich das nicht mehr habe. Ich freue mich, dass das raus ist aus meinem Leben bald. Oh, mein Leben wird immer einfacher. So schön. Na gut, das war mein kleines Video zum Digitalisieren und zu meinem neuen besten Freund im Handscanner.